Willkommen zurück zu Polytopia. Ja, wieder ein Vorherrschaftsvideo. Diesmal mit den Umaji. Sie können reiten, haben dadurch natürlich den Vorteil, schnell viele Dörfer übernehmen zu können. Und da beginnen wir auch schon direkt am Wasser. Ich würde trotzdem sagen, wir holen uns Organisation. Wir haben hier nämlich zweimal diese Kakteen oder so. Und ihr seht, der Reiter, der kann sich halt weiter bewegen. Und da haben wir direkt ein Dorf gefunden, sehr schön. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal hier um unsere erste Stadt, Hauptstadt. Da haben wir es auch schon verbessert. Natürlich auf Werkstatt gehen, damit wir mehr Ressourcen bekommen. Und hier natürlich auch wieder zweimal Obst ernten. Ich würde sagen, diesmal nehmen wir einen Decker, damit wir schon vorgewarnt sind. Oh, okay. Die Imperius, okay. Ah, wir können nicht zu den Ruinen, das ist natürlich doof. Und wir können auch keine Krieger ausbilden. Okay, dann gehen wir erstmal hier zu diesem Dorf. Und ich würde sagen, holen wir uns... Ja, kommen wir... hoch. Ich wollte eigentlich auf Ackerbau gehen. Da haben wir Ackerbau. Und dann übernehmen wir das Dorf. Und holen zweimal Obst. Und wieder Werkstatt. Okay, der stört mich jetzt schon. Der ist schon gefährlich. So, kann ich den schon angreifen? Ja, kann ich. Ich weiß nicht, ob ich sollte. Krieger sind nämlich normalerweise stärker als die normalen Reiter. Aber wir haben dafür die Fähigkeit, uns wieder schnell zurückzuziehen, wenn es zu gefährlich wird. Ansonsten kann ich leider nichts machen. Gut. Ja, gut. Das sollten wir aber hinkriegen. Komm schon. Ja, das hat geklappt. Ich würde sagen, wir gehen hier einen Schritt vorwärts und holen uns noch einen Reiter. Und ich glaube, ja komm, wir machen hier die nächste Stufe. So, dann. Ja, das wird nicht reichen. Ich glaube, wir holen uns... Sollen wir uns Bergsteigen holen? Ich meine, wer weiß, was hier drin sein kann. Vielleicht das Gold. Drin. Ja, ich hatte recht. Ist das Gold drinne? Wow. So, dann können wir alle mal ein bisschen regenerieren. Und da schlage ich noch einmal drauf. Mache ich so. So und so. Dann haben wir hier so eine recht gute Verteidigungslinie. Noch ein Bauernhof. Und noch ein Bauernhof. Oh, und jetzt kann ich hier zu den Ruinen. Das heißt, ich könnte... Ah, das wird nicht reichen mit dem. Mit dem reicht es auch nicht. Schade. Das bringt auch nichts. So, dann begebe ich mich mal dorthin. So, und dann kann ich ja gleich wieder zurückgehen. Unbedingt mehr Krieger hier vorne. Ich werde mit denen noch nicht weiter vorgehen. Man muss halt echt vorsichtig sein mit den Umaji. So, ich würde sagen, wir verbessern das hier einmal. Unsere Hauptstadt. Noch ein paar Ressourcen. Vielleicht kriegen wir hier die Wale noch zusammen. Das könnte aber schwer werden. Oh, hier könnten wir auch zwei Wale bekommen. Okay, dann machen wir mal hier die Lücke zu. Oh, und der ist ziemlich schwach, den heilen wir mal. Und hier gehen wir zur Ruine.
Gut, dann machen wir mal Bergbau. Eine Mine. Und dann reicht's wieder nicht, ja. So, was haben wir hier? Naja, wenigstens etwas. Oh ja, das ist sogar sehr gut. Ja, sehr schön. Jetzt wollen wir uns Wal fangen. Und jetzt wollen wir uns hier die beiden Wale. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, komm, wir machen hier noch den Bauernhof. Grenzwachstum. Jetzt haben wir auch hier Zugang zu einer zweiten Mine. Und hier können wir leider gerade nichts machen. Aber wir können ja schon mal hier Segeln machen. Und das dann so machen. Den schlagen wir einmal. Ziehen wir uns zurück. Schlagen den einmal. Und so. Das sollte klappen. Dann zu Ben. Naja, die Imperius wissen nicht so ganz, was sie tun sollen. Die heilen wir mal alle. Mit dem gehe ich hier hin. Hol mir einen Hafen. Grenzwachstum und da hole ich mir wieder die beiden Wale. Sehr schön. Und ja, ich werde jetzt erstmal nicht weiter angreifen. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal so und Schmiedekunst. Oh ja, das holen wir uns. Und dann holen wir uns schon direkt drei Schwertkämpfer. Die sind nämlich auf jeden Fall sehr schön. So, zu beenden. Oh, ich hab's gehört. Die haben hier oder so einen Hafen. Also muss ich mich auch langsam auf den Weg machen. Und ich würde das erstmal so lassen. Ich würde mich jetzt mit den beiden mal hierhin begeben. Und ja, dieser Punkt hier, der ist gefährlich, weil man dann hier von den beiden Seiten angegriffen werden kann. Deshalb schlage ich mal einmal auf alle drauf, damit die schwächer werden. So, was machen wir mit dem? Ja, ich weiß nicht. Hier steht hier einfach so dumm rum. Lassen wir es mal. Okay. Oh, aua. Okay. Ja, soweit kein großes Problem. Ich mache nur einmal hier. Machen wir einmal so, einmal so und einmal so. Und dann haben wir schon direkt ausgetauscht. Müssen wir den mal noch einmal heilen? Kommt der bis dahin? Nein, natürlich nicht. Aber hier können wir einmal schlagen. Gucken wir hier und schießen wir den einmal ab. So, Navigation haben wir auch. Aquatismus fehlt uns aber noch. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass die Gegner nie die Schiffe verbessern? Oder kaum, selten? So, dann. Ja, das war's auch schon ziemlich. Ja, ich wollte mir Aquatismus holen, aber hab's vergessen. Autsch. Den hier müssen wir unbedingt einmal heilen. Den müssen wir auch unbedingt einmal heilen. Ja gut, den machen wir platt. Da fahren wir. Oh. Oh, das war dumm. Das hätte ich nicht machen sollen. Egal, wir bauen hier noch einen Hafen hin. Kommt nicht so weit. Aber das können wir auch schon mal einmal upgraden. Das gehört leider nicht dazu, aber hier einmal ein Tor der Macht natürlich. Super Einheit. Hier machen wir eine Schmiede hin. Und hier dann Pakt des Glücks. Super Einheit. Was machen wir mit denen? Sollen wir hier einen Hafen bauen? Ja, gleich, oder? Ich würde sagen, das machen wir gleich.
Ja, der ist natürlich ein bisschen in Gefahr jetzt. Aber ich denke, der kommt klar. Ja, beide nochmal heilen. Einfach. So, dann verbessern wir den auch nochmal. Und greifen hier ein bisschen weiter hinten an. Gehen da nochmal ein bisschen zurück. Und da wollte ich wieder einen Hafen machen und hab's vergessen. Gut. So, machen wir hier hin. Machen wir da hin. Und das ist auch einfach nur ein Reiter. Deshalb würde ich da nicht zu viel mitmachen. Stattdessen hier aus dem Riesen. Gut, greifen wir einfach mal an. Ja, einfach damit. Riesen hinterher. So. Ja, der wurde schon direkt ziemlich geschädigt. Aber den können wir heilen, ja, das ist sehr schön. Einmal so. Ja, da können wir nicht weitermachen. Aber so und da ein bisschen schützen. Da einmal schießen. Und da einmal schießen. Und nochmal. Oh, wow. Ah, hat doch geklappt. Sehr schön. So, endlich Aquatismus holen, ja. Und hier unbedingt. Hier unbedingt einen Hafen holen. Brauchen wir einfach. Aua, ja. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang. Greifen den da an. Greifen die da an. Generell, wir können uns einfach da drauf setzen. Da. Da. Danke, einmal da drauf und einmal da drauf. Sehr schön. Zweimal upgraden. Da gehe ich nochmal ein Stück zurück. Ha, wir haben direkt zwei von drei Städten in Gefahr gebracht. Ja, die können nichts tun. So, einmal. Komm schon. Zweites Mal. Wieder eine schöne Mine. Super Einheit. Noch eine schöne Mine. Grenzwachstum von mir aus. Aber jetzt dahin, dahin und da. So, der da. Ja, da können wir uns auch noch mal vielleicht drum kümmern. Er kann eh nicht mehr viel machen. Was soll er machen? Machen wir aber trotzdem nochmal platt. Und da haben wir es auch geschafft. Das war anstrengend. Aber im Nachhinein gar nicht mal so schwer. Einfach dran denken, die Reiter. Reiter. Ja, Reiter, die da nutzen, um anzugreifen. Und die Krieger einfach so als menschliche Mauer. Ja. Packen wir da einfach noch einen Tempel drauf. Und da können wir nichts weiter machen. Spiel beenden. Ja, 22 von 10 Zügen. Ich bin nicht der Beste. Eine Einheit nur verloren. Sehr schön. 86%. Sehr schön. Gut, Leute. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.